Tagtäglich wird Ihnen präsentiert von Imoja Immobilien für einen erfolgreichen Immobilienverkauf. Jetzt einen unverbindlichen Termin machen. Und vom Bettenfachschaft Weibel in Bülach, Ihre Spezialist für einen erholsamen Schlaf. Kaum ein Begriff oder ein Produkt hat die Schweiz so bewegt wie der Dubler Mohrenkopf in den letzten 24 Stunden. Ist der Name rassistisch oder ist er Tradition? Ist es heuchlerisch oder ein wichtiges Zeichen, dass ein Migros aus dem Sortiment nimmt? Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Tagtäglich. Meine Gäste sind der Robert Dubler, der vor einem Vierteljahrhundert die Firma von seinem Vater übernommen hat und einmal gesagt hat, solange ich lebe, bleibt der Name Mohrenkopf. Herzlich willkommen. Ein halbes Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert. Hoi. Und der Remo Schmid ist auf der anderen Seite. Er hat dominikanische Wurzeln, ist mit dem Prix Courage ausgezeichnet worden, kämpft gegen Rassismus, gegen Gewalt an Frauen und den Begriff Verletztin. Ebenfalls herzlich willkommen. Herr Dubler, Sie haben letztes Jahr 10 Millionen Mohrenköpfe verkauft. Es wäre eigentlich genug, um ein Zeichen zu setzen mit einem Namenswechsel gegen Rassismus. Das ist falsch. Ich habe das erarbeitet. Oder? Ich bin nicht wie die vielen neuen Unternehmen, die alle 5 Jahre das Logo wechseln. Ich habe mein Logo schon seit dem 46. Oder? Es ist eine andere Geschäftsauffassung, die ich hier habe. Oder? Also für Sie ist der Name mit dem Produkt verbunden und untrennbar? Ja, ich habe das erarbeitet. Oder? Und ich habe probiert, immer das Beste zu machen. Und darum ist mir das eigentlich sehr fremd, als man das will in einem schlechten Zusammenhang geben. Logisch, man kann alle Wörter schlecht brauchen. Remo Schmid, ist es absurd, einen Namenswechsel zu verlangen bei einem Produkt, das eigentlich gar nichts Rassistisches meint? Es ist schwierig. Auch für mich ein schwieriges Thema. Ich bin ja auch mit dem Mohrenkopf, sage jetzt mal, auch selber aufgewachsen. Das heisst, ich habe das ja eigentlich von Anfang an schon ein bisschen mitbekommen. In der Kindheit macht man sich noch nicht so Gedanken. Und dann irgendwann wird man dann als Mohrenkopf selber beleidigt. Man wird nicht nur einmal beleidigt, man wird 2-, 3-mal beleidigt. Man wird auf dem Fußballfeld beleidigt als Mohrenkopf. Man wird von der Schule, wenn ich ausgehe, bis zu Hause eigentlich gejagt, so mit den Wörtern «Hey, der scheiß Mohrenkopf». Und ich muss sagen, wenn ich das Produkt dann im Migros anschaue, habe ich dann in dem Moment einfach für mich selber oder habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Namen. Und darum, ich bin auch jetzt nicht der gewesen, der gesagt hat, hey, unbedingt, das müssen wir den Namen abreißen. Ich finde, wir haben andere, wichtige Themen, die wir müssen, vor allem im Rassismus bekämpfen und das müssen einfach alle zusammen miteinander zusammenarbeiten. Aber trotzdem, der Begriff stört, der Begriff tut weh. Ich nehme an, Sie würden nie einem Menschen Mohrenkopf sagen, Herr Dubler. Mehr? Ja, wie Sie es machen. Wenn ich ja, mich im Spiegel anschaue, dann bin ich der. Oder? Aber wenn Sie jetzt zulassen, wenn Sie Remo Schmid zulassen, das verletzt mich. Wir haben das als Kind angerufen. Macht das bei Ihnen nichts? Und Sie sagen ja? Mal, ich finde das schon schlecht. Aber ich werde es nie allen recht machen können. Oder? Und muss man es allen recht machen? Oder? Das ist das, was der Dubler sagt. Dann heisst das Produkt vielleicht anders. Dann fühlt es sich wieder anders. Es gibt irgendwie, was habe ich schon gehört, irgendwie Schwedenbombe oder so. Das ist ein offizieller Ausdruck. Das ist ein offizieller Ausdruck. Also das ist Österreich. Nach dieser Debatte, die jetzt natürlich auch, ist, glaube ich, jeder Mensch ein bisschen nachlesen, sich gut erkunden. Und ich bin auch gegangen, mich gut erkunden natürlich. Und es ist wirklich ein offizieller... aber man könnte auch sagen, das verletzt vielleicht anders. Meine Frage ist, muss es der Herr Dubler dann allen recht machen? Ich sage jetzt mal so vor allem, meine Frage ist eher, an welchen Menschen haben das nicht gern, wenn man das jetzt abwenden würde. Also ich frage mich, also, wenn man jetzt sagt, vielleicht Dubler-Köpf, das ist ja sein eigener Name sogar noch, ich denke noch so marketingmässig, eine gute Sache. Und was ich nie gesagt habe, seine Mohrenköpfe, die sind wirklich auch Weltklasse. Ich glaube, jeder, der die fassen, der träumt schon ein Minütchen, oder? Aber ich sage jetzt einfach so, ich finde, man hätte es mal anschauen können. Aber das ist meine Meinung. Schlussendlich tut dann das er selber entscheiden, ob er das möchte abändern oder nicht. Also er ist ein sturer Bock? Ja.
Und sie werden es nie ändern. Es ist eben aus Überzeugung. Das Problem ist eben, wenn ich muss etwas ändern muss, dann müssen gute Argumente da sein. Oder? Und das ist zu wenig gut für sie, dass sich Menschen verletzt fühlen. Ich will dir nicht zu nahe kommen. Aber wegen einem Einzelschicksal. Kann ich die Überzeugung nicht weggeben, oder? Und es in meinem Zusammenhang eben, ist es eben etwas, was sehr gut ist. Und das auf einen anderen Namen abzumünzen, dann werde ich so durchschnittlich wie die anderen. Und eigentlich darf eigentlich nur ich Mohrenkopf sagen, wie meine ist nach bestem Wissen und Gewissen das Beste, was ich machen kann. Und die anderen mache ich etwas, was auch gut ist. Aber reden wir über, Sie haben gesagt, ein Einzelschicksal. Wie sieht es denn aus bei Leuten, die Sie kennen? Oder Sie engagieren sich ja gegen Rassismus und haben den Kontakt mit vielen Menschen, die das täglich erleben. Ist das ein Einzelschicksal oder ist das für viele ein Problem, so ein Begriff? Das ist eben das Lustige. Ich kenne das oder ich höre das von überall. Ich glaube, jeder Mischling hat das sicher einmal in seinem Leben schon gehört. Es gibt auch, muss ich sagen, und das ist nicht nur jetzt da, der Mohrenkopf, es gibt in der Schweiz auch eine Negerschnitte. Und ich finde das noch fast ein grösserer Skandal eigentlich. Und da muss ich einfach sagen, das gehört heutzutage auch nicht mehr da in die Schweiz. Und ich muss auch sagen, ich habe eine dunkle Abstammung. Aber ich bin in der Schweiz geboren, ich habe alles in der Schweiz gemacht. Das heisst, das ist mein Zuhause. Und ich höre jetzt mittlerweile auch, schreiben mich viele Leute an und sagen, hey, hast du nichts Besseres zu tun, jetzt da den armen Menschen angreifen zu gehen? Geh doch in dein Land zurück. Und dann muss ich sagen, so, ja, in welches Land, wohin soll ich zurück? Also ich bin da geboren, ich bin Schweizer, ich habe die Schule da gemacht, das Militär. Wo soll ich hin? Und das sind sehr viele so auch rassistische Aussagen, die dann nachher kommen, die mich dann noch mehr schockiert haben. Und auch die Debatten, die wir in der ganzen Schweiz jetzt haben. Wir leben im 2020 und debattieren über Dunkelhäutige. Und das schockiert mich enorm, wenn ich die Kommentare auch auf Blick sehe. Wo man, wenn man da mal lesen, was da für Kommentare sind und für Nachrichten überkommen, ich muss ehrlich sagen, es geht mir nicht mehr so rosig. Also, ich muss sagen, das verletzt einem, das greift einem. Und ich hätte niemals gedacht, dass das in der Schweiz so noch gibt. Also gleich kein Einzelschicksal, Herr Dubler? Ja. Du kannst nie Auswüchse. Oder wenn ich denen nachher Schockkopf sage oder so. Das ist ja jetzt schon, wie sagt man, verbraucht. Und fast so ins Negative gezogen worden, oder? Also bleibe ich bei dem, oder, wo ich weiß, das ist gut und da tut gute Assoziationen weg in den Leuten. Also für ihr Produkt. Also jemand, der in meinem Zusammenhang das braucht, oder, das sind dann positive Sachen, oder? Und du wirst nie können Menschen dazu bringen, als Wörter zu missbrauchen, oder? Ausgelöst hat das Ganze Migros. Migros hat in zwei Filialen und in der Migrolino die Dubler Mohrenköpfe aus dem Sortiment genommen und begründet das so. Es ist immer wieder zu Diskussionen gekommen. Klar, die aktuelle Lage die hat sicher auch einen Einfluss gehabt und ist vielleicht jetzt gerade der Auslöser gewesen, um einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, wir ziehen das Produkt zurück. Auch wenn wir uns völlig klar sind, dass das nicht jedem passt und dass das auch Diskussionen auslösen tut. Aber es soll auch Platz haben für Pro und Contra in so einer Geschichte auf jeden Fall. Diskussionen auslösen, das hat es definitiv. Sie haben gesagt, es hat ganz viele Reaktionen gegeben, auch bei Ihnen. Wie haben Sie das erlebt, die letzten 24 Stunden? Und Sie haben sich auch öffentlich dazu Stellung genommen. Es hat mich sehr überrascht, weil ich kämpfe schon seit längerer Zeit gegen die Themen eben wie Rassismus. Ich habe auch einen Weltrekordversuch gemacht, wo ich auch aufgerufen habe, damit man einfach ein bisschen aufzeigen tut, hey, es ist immer noch da, damit man dagegen kämpfen tut. Das hat dort niemand, sage jetzt mal, interessiert. Darum bin ich auch so überrascht gewesen, dass eine Aussage von mir, ich sage jetzt mal auch und auch von der Twitterin, wo das ja das Ganze ausgelöst hat, oder, dass dann das so wirklich viral gegangen ist und jetzt auch zum guten Glück mal die ganze Schweiz über das diskutiert. Und ich habe viele negative Nachrichten bekommen. Eben wie gesagt, wenn man so ein bisschen Kommentare lesen kann, dann kann jeder selber sein eigenes Bild machen. Wenn Sie das hören, bei Ihnen war es ganz umgekehrt, Herr Dubler. Oder? Sie haben heute, ja. Glaube, Sie haben es bevor der Sendung gesagt, 50'000
Produkt Mohrenköpfe verkauft. Und die Leute sind Schlangen gestanden und gleichzeitig auch viel Unterstützung bekommen in Mails. Und dann hören sie das, dass der Remo Schmid auch angegriffen wird. Das kann ja auch nicht in ihrem Sinn sein, so wie Nein, ich sie jetzt kennengelernt habe. Das ist nicht in meinem Sinn, aber die Welt ist eben nicht gerecht. Man muss nur schon sagen, wenn ich schnell unterbrechen darf, ich habe ihn auch nie angegriffen, öffentlich. Ich habe einfach gesagt, dass das Wort Mohrenkopf nach meiner Meinung für mich ein negatives Wort ist. Und das ist auch so, weil ich bin so beleidigt worden. Und ich finde auch schön, dass sehr viele Menschen, die eine weiße Hautfarbe haben, mir jetzt sagen wollen, ja, ich weiß nicht, wieso du dich so fühlst, wieso du dich so angegriffen fühlst. Und ich finde das ein bisschen heuchlerisch, weil ich hat mir noch nie Mohrenkopf gesagt. Wenn man einem irgendwie mal Mohrenkopf gesagt hat, ich glaube, er würde das auch nicht mehr so die Aussage machen, wie er es mir amigs dann erklären tut. Und ich finde das amigs scheinheilig, wie auch viele mir dann sagen, ja, dann muss man auch andere Marken löschen, wie Schwarzkopf. Und da muss ich sagen, dann könnt doch bitte mal einfach euch mal erkundigen, wer der Herr Schwarzkopf ist. Man weiß auch, dass er eine grosse Stiftung hat gegen Rassismus, oder? Und das wissen viele nicht. Und so Kommentare habe ich tagtäglich, wo ich mich da rechtfertigen muss. Aber nochmal zurück zu Ihnen, Herr Dubler, oder? Wenn Sie jetzt das hören, wenn Sie sehen, die Schlange, das hat Sie sicher gefreut. Ich glaube, Sie haben noch nie so einen guten Tag gehabt wie heute. Aber die Reaktionen? Nein, so viel ist nicht gut. Da muss man ganz klar sein. Ich bin nicht der, der mehr will. Oder? Und das ist einfach die Überreaktion der Leute, die also mich sehr, sehr überrascht hat. Oder? Also die Reaktion so stark ausfällt. Und logisch hast du, sind nicht alle, die dir wohl sind dir angenehm. Und das ist halt ein anderes Problem. Also Sie werden jetzt auch ein bisschen in eine Ecke gestellt, haben Sie das Gefühl, von Leuten, wo Sie eigentlich gar nicht sein wollen? Ja, wobei ich natürlich... Ich muss ein gutes Leben haben und so. Ich mag das natürlich... Das kratzt mich wirklich nicht, oder? Wie einfach, mir tut es nur weh, wenn es ihm weh tut. Aber grundsätzlich kann ich... Wie sagt man das? Das kann ich ertragen. Diskussionen sind riesig. 0848 88 24 24, das ist die Telefonnummer für Sie hier im Studio für Ihre Meinung. Gemeldet hat sich auch, oder geredet haben wir heute auch mit dem Dominik Pugatsch von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Und er findet es gut, dass Migros Dubler Mohrenköpfe aus dem Sortiment genommen hat. Das eigentliche Thema ist die Sensibilität gegenüber den Mitmenschen. Das Thema ist der Alltagsrassismus. Also wie gehe ich auf, wie reden wir miteinander und wie tun wir uns bezeichnen? Und für das ist das eine wichtige Debatte, die zurzeit stattfindet. Und für das ist eben auch der Schritt von Migros ein ganz starkes Zeichen. Und es wäre zu hoffen, dass auch Ewiggestrige, wie der Gast heute im Tag täglich, zur Einsicht kommen und dem folgen. Es wäre so einfach und es wäre ein starkes Zeichen. Starkes Zeichen sind ein Ewiggestrige, Herr Dubler. Da bin ich jetzt mit dem nicht einig. Wieso nicht? Wie? Das ist nicht ein starkes Zeichen. Das wird, oder? Wenn du etwas machst, wo du nicht als Unrecht empfindest, im Gegenteil, und dann will dir jemand sagen, ja, das ist ja einfach, kannst du ja nicht Ding wechseln, oder? Ja, das ist zweifelhaft. Am Telefon ist Frau Hoffmann aus Bülach. Guten Abend, Frau Hoffmann. Ihre Meinung? Bitte ganz kurz, wir haben ganz viel Telefon. Ja, guten Abend wohl. Ich wollte sagen, Herr Dubler, machen Sie weiter die super guten Mohrenköpfe, weil ich kaufe keinen anderen. Und wenn der Migros halt die 2-3 Filialen können verkaufen, dann gehen wir so zu Herr Dubler, wie immer. Ich kaufe die Kiste in seinem Fall. Und er soll sich ja nicht beirren lassen wegen Rassismus und irgendeinen so einen Blödsinn. Wenn die Leute landen, nichts anderes zu tun haben, wenn sie sich aufregen über so etwas, tut es mir auch so leid. Ich wünsche alles Gute, einen schönen Abend. Danke vielmals, Frau Hoffmann. Eine ähnliche Meinung hat Frau Schweizer. Guten Abend. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Ich finde es einfach nervierend, wenn man Energie aufwenden muss, für solche Schweizer Firmen anzuschwärzen, für Sachen, die halt einfach schon als meine Kindheitserinnerung halt sind. Früher hat es Mohrenköpfe gegeben, es hat Landjäger gegeben, das ist einfach so. Ich habe 16 Patenkinder in Kenia, die sagen mir, Mama muss Sungu. Ich finde das als Auszeichnung, ich finde das nicht als Schimpfwort. Ich bin nun mal weiss, ich kann machen, was ich will, ich werde nicht so schwarz. Und es kommt einfach darauf an, dass man mit dem Herz tut einem anderen begegnen und nicht wie, dass man ihn anreden. Danke vielmals. Danke vielmals, Frau Schweizer. Also, es geht um das, was man denkt. Und es geht nicht um irgendeinen Namen auf einem Produkt. Das ist die Meinung von vielen. Oder? Ein Produkt, süß. Sie haben selber gesagt, es ist gut. Sie essen es selber auch gern. Ist das heute der falsche Ort, wo man streitet? Sage ich ganz klar auch. Also, ich sage, es war eine Meinung, die ich habe. Ich finde das Wort, es ist gegenüber mir, ich finde es verletzend. Und das ist meine persönliche Meinung. Und das darf jeder haben, ob man jetzt den Namen wegnimmt oder nicht, ob er sich jetzt entscheidet, den zu wechseln. Das ist sein Entscheid selber und ich kann ihn auch deswegen auch nicht angreifen. Ich finde, wir haben größere Themen, eben wegen Rassismus. Das sieht man in Ämtern, in Steuerämtern. Ich sehe es von anderen Leuten, höre ich es, wenn die im Sozialamt sind, wie man sie dort mit umgeht. Auch, ich bin froh, heute ist auch die für alle, ist auch ein erfreulicher Tag. Aber zeigen für Sie nicht auch die Reaktionen, die scharfen Reaktionen, ja, die massiven, ja, Reaktionen, dass eben in der Gesellschaft ein Problem ist? Auf jeden Fall. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat ja niemand den Herrn Dubler angegriffen als Person. Ich zumindest habe nie gesagt, er ist ein Rassist. Aber trotzdem merke ich, wie ich angegriffen werde auf eine Art und Weise, wo ich muss sagen, Rassismus ist da. Die Leute, ich bin auch ein Schweizer, ich bin nicht etwas anderes. Also, ich bin da geboren, ich habe Nationalhymne auch mein Ausländisch lernen im Militär, sonst haben sie mich nicht am Wochenende heimgehen lassen. Und daneben höre ich so Sachen, ja, geh dann dort hin, wo es besser ist. Wo soll ich da hingehen? Ich bin da aufgewachsen. Und ja, wenn ich die Nachrichten hören oder lesen von diesen Leuten, so, die mich dann auch beleidigen als weiß ich nicht was. Mhm. Und, ich bin ein Ketzer und ich habe nichts zu tun. Ich bin ja nicht da, um jetzt einfach den Herrn Dubler schlecht zu machen. Ich setze mich ein für Rassismus, ich setze mich ein für weniger Gewalt an Frauen. Mhm. Und das ist das, warum ich kämpfen tue. Herr Dubler, auch wenn Sie das hören, oder? Sie haben auch die Reaktionen mitbekommen, Sie haben auch vorher, ja, gesagt, ich will mich nicht in die Ecke stellen, ich will nicht zur Ikone werden von Leuten, die rassistisches Gedankengut haben. Ist das denn nicht? Jetzt sind Sie irgendwo auf dem Weg, auch wenn Sie es nicht wollen sein. Und jetzt können Sie sich vielleicht nur befreien mit einem Namenswechsel. So, erstens, so einfach kann ich es mir nicht machen, oder? Wie es ist, oder wenn du ein Leben, jetzt mein Leben als Mohrenkopf anschaust und so, und wie mir meint, wenn ich jetzt das Mohrenkopf streiche, dann tun wir denen alles etwas Gutes. Dort, wo wir etwas Gutes müssten tun, als wir von dem Mohrenkopf zum Beispiel die Gackobohnen würde ich Pferd zahlen. Da sind wir noch weit davon weg. Und von dem redet niemand. Mhm. Oder einfach von diesen Ungerechtigkeiten, wo Täufer, mhm, sind. Oder? Und da bin ich einfach nicht bereit, den Namen wegzuholen, mhm, damit der Herr Schweizer zur Nacht gut schlafen kann. Er kann sagen, ja, sehen Sie, wir haben etwas gemacht für alle die. Und das ist jetzt billige Ausrede. Wir haben ja mit Migro geredet und genau mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man eigentlich nicht das Problem kämpft. Und Migro sagt ja klar, es geht da um Rassismus in der Schweiz und um nichts anderes. Ja. Die anderen Probleme lösen sich wegen dem nicht. Das ist allen klar. Und dort ist etwas anderes Problem. Es ist natürlich einfacher für einen Migro oder einen Coop zu sagen, Dubler, musst du den Namen oder nicht? Die hätte das gemacht, als der Gacko fair gezahlt wird. Die verstecken sich aber hinter ihren Labels. Was immer, Fairtrade und all das Ding, oder? Wo ja auch wieder nur da einer profitiert. Unten können wir ja nichts mehr. Ganz viele Zuschauer und Zuschauer. Ich möchte noch Herrn Fieli aus Wald die Chance geben. Guten Abend, Herr Fieli. Bitte ganz kurz Ihre Meinung. Ja,
Guten Abend miteinander. Es gibt ja bei uns in der Schweiz ein Strafgesetzbuch. Da gibt es eine Antirassismus-Strafnorm. Und das Wort Mohrenkopf existiert im Rassismus einfach nicht. Da erfindet die Linke irgendetwas, nur wie jetzt das Theater in Amerika passiert ist, die weltweite Protest. Ich bestelle morgen online 100 Doppler Mohrenköpfe. Hört mal auf mit dem Blödsinn. Ich bin gegen Rassismus. Ich bin gegen sexuelle Übergriffe. Aber Mohrenköpfe hat es schon gegeben. Mit dem Kaffee in Niederdorf, das gibt es seit 40 Jahren. Das heisst jetzt aber auch anders. Das heisst aber auch anders. Danke vielmals, Herr Fieli. Also es ist etwas passiert, aber man hört es. Oder? Es war schon immer so gewesen. Ich habe, wenn ich einen Mohrenkopf esse, das sagt Herr Fieli, null rassistische Gedanken. Ist es nicht der falsche Kampf, der jetzt hier geführt wird, auf dem Buckel von Herrn Dubler? Das gebe ich ja. Das heißt, ich kämpfe schon länger für das. Und darum, das habe ich auch Robert gesagt, ich finde es den falschen Weg, ich finde es den falschen Moment auch gewählt. Dass es auf einer Schweizer Firma dass es so ausgekämpft wird. Er ist ich habe ihn auch kennengelernt selber, wirklich ein guter Mensch. Was mich aber genau bei dieser Aussage auch stören tut, ja, das war immer schon so gewesen. Ich wollte jetzt nicht wissen, ob das jetzt ein Weisser war oder jetzt ein Dunkler wie ich. Es ist immer so lustig, wenn jetzt einer, der nicht dunkelhäutig ist, so kann sagen, ja, das ist kein Problem. Ja, du bist ja auch nicht dunkelhäutig. Das heißt, wie willst du mir jetzt das so sagen? Was ich auch muss sagen, Mohrenkopf, wenn man das ein bisschen zurückgeht, Moor, das ist von der Kolonie. Genau, also, genau. Gerade ist es weit, wenn man da in die historische Bedeutung geht. Bei der Sklaverei ist das Wort benutzt worden. Das heisst, es ist ein rassistisches Wort. Zum Schluss, Herr Dubler, Sie haben jetzt hier eine Gelegenheit. Ich weiss, Sie sind stolz auf Ihr Produkt. Es hat jetzt einen Beigeschmack, in welche Richtung auch immer, dass man das haben will. Sie haben ein weiches Herz. Sie haben jetzt die Chance, den Menschen in der ganzen Schweiz, die diese Sendung schauen, zu sagen, ja, meine Mohrenköpfe heissen in Zukunft nur noch Dubler oder ich überlege mir es mindestens. Wenn ich überzogen würde, könnte es eine Überlegung wert sein. Wenn ich auf jeden Fall will, das ist jetzt noch wichtig, was ich muss sagen. Ein Satz, ja, wir sind überziehen schon. Danke vielmals all denen, die diese 500 E-Mails geschickt haben. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Warum ich überhaupt hierher gekommen bin, damit ich da pauschal Danke sagen kann. Gut, danke Ihnen, Herr Dubler. Wir kommen jetzt zum Tät. Wir wollen Ihre Meinung wissen. Finden Sie Dubler Mohrenköpfe rassistisch? Für ja, rufen Sie auf 0901 590 920. Für nein, 0901 590 921. Oder ein SMS können Sie schreiben mit ja oder nein an 99 88. Robert Dubler. Und Remo Schmid, danke für die Diskussion. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen, fürs Mitdiskutieren und wünsche dir ganz einen schönen Abend. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert worden von Imoja Immobilien. Für einen erfolgreichen Immobilienverkauf. Jetzt einen unverbindlichen Termin machen. Und vom Bettenfachschaft Weibel in Bülach, Ihre Spezialist für einen erholsamen Schlaf.